Derzeit kämpft Amira Pocher gemeinsam mit Massimo Sinato um den Let's Dance-Sieg. Auch die ehemalige Let's Dance-Tänzerin Oana Nechiti lässt keine Folge an sich vorbeiziehen. Nun äußerte sie sich zur Ehefrau von Oliver Pocher und gibt zu, dass sie mehr von der 29-Jährigen erwartet hätte. Köln, sie trainiert hart und gibt ihr Bestes, Amira Pocher. Die 29-Jährige ist derzeit gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Massimo Sinato in der erfolgreichen RTL-Show Let's Dance zu sehen. Doch Profitänzerin Oana Nechiti legte in ihrem Podcast Tanz oder gar nicht ein Statement ab, welches Amira Pocher vielleicht nicht ganz so gut gefallen wird, wie tz.de berichtet. Muss nicht sein, Amira Pocher und Massimo vermeiden Nähe bei Let's Dance, während der Show tanzen Amira Pocher und Massimo Sinato eng zusammen, schließlich sollen ihre Tänze leidenschaftlich und authentisch rüberkommen. Doch während der Trainingsstunden verzichtet das Tanzpaar auf die Nähe. Doch was ist der Grund dafür? Natürlich tanzen wir normal, aber jetzt, wenn man sagt, in der Show, da sind wir wirklich Wange an Wange, das muss ja während der Probe nicht sein, gab die 29-Jährige im Interview mit RTL zu. Auf den Körperkontakt verzichten sie unter anderem auch wegen des Schwitzens. Keiner von ihnen würde es wollen, wenn der Schweiß des anderen auf den Wangen kleben würde. Schummelei bei Let's Dance. Oana Nechiti äußert sich. Es wäre nicht das erste Mal, dass Oana Nechiti sich in ihrem Podcast zu Let's Dance äußert. Schon in einer vergangenen Folge spekulierte sie, ob RTL nicht doch eine ganz bestimmte Theorie verfolgt. Wer den Podcast Tanz oder gar nicht von Oana Nechiti und Erich Klan kennt, weiß, dass das Liebespaar kein Blatt vor den Mund nimmt. Sie reden offen, ehrlich und äußern sich dabei zur Show. Ein Kritikpunkt wäre, dass die Einschätzungen zwischen den Juroren und ihrer Punktevergabe wohl doch ganz anders ist, als erwartet. So findet die 34-Jährige, dass Model Cheyenne Ochsenknecht zu viele Punkte nach ihrem Tanz bekommen hat.